eine kurze Frage Maximum, oder? Na doch, zwei gehen auf jeden Fall. Ich war ein bisschen drüber. Wer möchte denn, ich verplaudere mich ja gern. Wer möchte denn der Wahrheit weiter auf den Grund gehen mit weiteren Fragen? Das war kein Gebot. Ja, ich bin ja sonst auch da, man darf mich auch gerne ansprechen. Ich hätte noch eine Frage zu diesem London-Projekt. Ja, Das klang jetzt so, ihr habt sozusagen während der Olympischen Spiele dieses Thema beleuchtet mit dem Twitter. Was war sozusagen der Nutzen oder war das einfach ein Forschungsprojekt oder ist das etwas, womit in Zukunft jetzt das Olympische Komitee weiterarbeitet oder wie war der endgültige Nutzen von dem Ganzen? Also das war als erstes ein Kunstprojekt. Es gibt halt um die Olympischen Spiele ein riesen Kulturprogramm und das ist eigentlich ein kulturgefördertes Projekt, Kunstprojekt. Es kamen schon einige Sachen raus, die auch spannend waren und überraschend, sozusagen, wo es auseinanderläuft mit der klassischen Medienberichterstattung und wo es sich deckt. Als reines Werkzeug taugt der Prototyp nicht, weil wir den halt genau für den Zweck auch gebaut haben. An sich sind aber wahnsinnig viele Firmen in dem Raum auch unterwegs, wenn es darum geht, Emotionsdetektion sozusagen zu machen im Internet, ist natürlich für Marken super interessant. Ja. Das Olympische Komitee habe ich jetzt keinen Kontakt direkt, weiß ich nicht. Ich finde eigentlich schon, wenn man so eine Veranstaltung macht, sollte man sehr genau gucken, wie die wahrgenommen wird, ne? Und da eigentlich das auch ständig sozusagen im Blick haben. Das sind aber oft halt so Leute, die sozusagen noch eine Generation vorher auch, es sind jetzt keine Digital Natives direkt, meistens. Dazu hätte ich noch eine Frage. Katharina? Hallo. Gerade auf diesem Thema, das beleuchtet die Welt und die Meinung in der Welt und diesen Digital Native, das war jetzt nur auf Englisch und es hat, wenn das eh schon nur ein Prozentsatz, ja, das ist minimal verwendet, so, ja. Nur die Englischen, nicht die aus von anderen Sprachen und auch nicht die in Jugendsprache oder Kürzeln. Und das, da bricht ja ein Riesenanteil von Twitter weg und damit auch von der Welt sozusagen. Dann, wie ist da der Umgang damit? Klar, genau. Also es ist eben nur englische Tweets, dann mit einem fehlerhaften Messverfahren auf einem Mini-Teil der Bevölkerung. Also es bröckelt immer mehr weg, je genauer man hinguckt. Ne? Deswegen gucken wir da jetzt gar nicht weiter genau hin. Aber wir hatten es ursprünglich auch viel weiter angelegt, weil wir hatten die Problematik schon von vornherein im Kopf. Aber sozusagen auf andere Sprachen zu skalieren und andere Plattformen als Twitter ist so überproportional schwieriger, dass sozusagen den Schritt ganz wenige machen. Und wir haben es dann auch ab einem bestimmten Punkt gelassen, wo wir gemerkt haben, das sprengt den Rahmen. Ja, und das ist halt genau die Falle, dass sozusagen Twitter und auf Englisch ist so einfach, da sehr schnell Ergebnisse zu kriegen, dass sozusagen diesen Schritt, das dann wirklich wahrhaftig zu gestalten, ja, dass der oft nicht die Kosten rechtfertigt. Ich habe noch eine technische Frage zur Twitter-Auswertung direkt dahinter. Wie habt ihr denn die semantische Auswertung gemacht? Habt ihr die selbst programmiert und mit einer Schlagwortliste gearbeitet? Oder habt ihr vielleicht auf bestehende Programme zurückgegriffen? Und kannst du da was empfehlen? Das ist, würde ich nicht empfehlen, das selber zu machen, weil Sprachanalyse ganz schwierig ist. Wir haben eine Software benutzt, die heißt Lexalytics Salience Engine. Salience Engine von Lexalytics. Und die macht sowohl Grammatikanalyse als auch Vokabular. Die hat für Twitter auch ein spezielles Vokabular. Also die versteht zum Beispiel Emoticons oder Abkürzungen schon oder auch so verkürzte Grammatik. Und die haben wir dafür eingesetzt. Die muss man eigentlich bezahlen, aber wir haben die gesponsert gekriegt für den Zweck sozusagen. Ah, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja. Kann man sich das leisten oder ist es unglaublich? Das ist relativ teuer. So. Dachte ich mir. Ja. Aber die waren sehr offen, was Sponsoring betrifft. Also wenn man sozusagen ein Projekt hat, was vielleicht für non-kommerziell ist und fürs Allgemeingut, wären die vielleicht offen, das zu sponsern. Ich hätte auch noch eine Frage. Ihr habt euch Truth and Beauty auf die Fahnen geschrieben. Die Wahrheit ist ja oft auch sehr hässlich. Also hässlich meine ich jetzt nicht in dem Sinne, dass es hässlich ist, weil hässlich ist ja auch was Schönes, sondern in dem Sinn, dass es langweilig ist. Oft wertet man Daten aus und dann stellt man fest, das ist ja völlig unspektakulär oder sehr, sehr gleich alles. Also man kann es gar nicht interessant darstellen. Wie geht ihr denn damit um? Na, ich habe gerade aktuell ein Projekt abgebrochen aus dem Grund. Da hatten wir ein Kommunikationsziel
und waren uns auch relativ sicher, dass die Daten das unterstützen, aber sie haben es nicht direkt unterstützt oder nur auf eine Art unterstützt, die es einfach nur einem Fachpublikum vermittelbar ist. Und da hat sozusagen diese erste Datenanalysephase und Konzeptphase, ne, hat sozusagen da so ein Missverhältnis ergeben oder hat festgestellt, naja, da müssten wir das ganze Projekt anders aufziehen. Da müssten wir erstmal bei Adam und Eva anfangen und diese ganzen Faktoren erklären, die zu irgendwas beitragen. Und dann hab ich mit dem Kunden zusammen gesagt, na, dann lassen wir das doch besser, bevor man anfängt, da jetzt was rumzubiegen. Ja. Und also deswegen arbeite ich auch gern, sag ich mal, eher mit so Non-Profit-Organisationen, weil die dazu auch in der Lage sind oder das auch machen. Wenn es für eine Firma ist, die ein Marketingziel hat, dann ist man oft ein bisschen in der Klemme, ja, so, wenn der Vertrag schon steht. Eine letzte Frage noch, bitte. Ihr hattet ja ein FIFA-Projekt. Wäre es da auch möglich gewesen, die Korruptionskanäle zu beleuchten und die dann auch noch mit einem Emotions-Origami zu hinterlegen? Ja, das könnten wir machen, ja. Ja. Es ist für die FIFA schon interessant, dass sie diese Zahlen so veröffentlichen. Also die haben wirklich sozusagen in dieser Visualisierung auch gezeigt, welches Geld welche Länder für welchen Zweck verwenden. Ne? Und wenn man da genau guckt, ist schon eigenartig teilweise. So riesensonstiges Posten oder organisatorisches. Ja. Ist immer so an der Grenze. Also wir fanden es dann im Endeffekt besser, halt sowas zumindest ein bisschen öffentlich zu machen. Wahrscheinlich könnte man es noch rigoroser, aber dann geht es natürlich nicht mehr für den Kunden, sondern auf eine Art auch gegen den Kunden. Ne? Und ja, ist eine Gratwanderung. Ganz lieben Dank, Stefan. Ja, danke.